Hallöchen und herzlich willkommen zu Sonntags mit Lillis. Ich möchte euch zeigen, wie ich mit einem Schwertpinsel umgehe und wie ich euch vielleicht damit die Handhabung erleichtern kann. Ich habe hier einen Schwertpinsel von Royal & Langnickel, das ist eine britische Firma. Der Schwertpinsel zeichnet sich daran aus, dass er hier vorne so rund abgeschnitten ist, ne? Nicht so gerade, sondern eher rund. Der hier hat sehr weiche Borsten, hat für mich auch eine angenehme Größe. Und ja, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr damit solch schöne Blüten zaubern könnt und halt auch sehr einfach Blätter damit malen könnt. Denn in dem Pinsel, ohne da nachzüglich irgendwie einen Farbverlauf einzutragen, könnt ihr das alles in einem Zug machen. Vorher möchte ich mit euch ein paar Übungen oder einfach, wie ihr den Pinsel kennenlernt, durchgehen. Und damit wollen wir sofort anfangen. Nehmt euch am besten ein bisschen Aquarellpapier zur Hand, wenn ihr habt, oder Mixed Media Papier. Das eignet sich dafür am besten. Und ich habe hier auch natürlich auch mal mit ein paar anderen Pinsel probiert, ob sich denn die Technik mit einem anderen Pinsel ausüben oder ausführen lässt. Und da habe ich hier oben die beiden Sachen, die sind mit dem Schwertpinsel gemacht. Und ich finde, die Blätter und halt auch die Blüte ist unverkennbar mit dem Schwertpinsel. Denn hier habe ich versucht, mit dem Verwaschpinsel solch eine Blüte zu machen und die sieht bei weitem nicht so aus wie die hier. Oder halt hier unten auch mit einem ganz normalen Rundpinsel. Es ist nicht vergleichbar. Also so eine Blüte lässt sich am einfachsten mit einem Schwertpinsel, vielleicht auch noch mit einem Schrägpinsel. Das kann ich jetzt aber nicht beurteilen, weil ich solch eigentlich hier habe. Deswegen konzentrieren wir uns auf den Schwertpinsel. Wir werden als erstes ein bisschen üben, die Blätter zu machen, bevor wir zu den Blüten kommen. Denn man kann von zarten Strichen bis hin wirklich zu dicken Ausläufern mit dem Pinsel gut arbeiten. Also, wie gesagt, nehmt euch ein bisschen Aquarellpapier zur Hand oder Mixed Media Papier, ein bisschen Wasser, heute brauchen wir gar nicht so viel. Also ein Schwertpinsel, Wasser, ein Tuch und eure Lieblingsfarben. Für die Blüten eignet sich am besten, wenn ihr eine helle und eine dunkle Farbe nehmt, ob das jetzt ins Rosane oder ins Blaue oder Violette, das ist ganz euch überlassen. Am besten ist, wie gesagt, nur eine helle und eine dunkle Farbe und ein oder zwei Grüntöne, so wie ihr es gerne beliebt. Ich nehme die Farben direkt aus dem Kasten, damit sie schön satt werden. Ihr könnt die vorher mit einer kleinen Sprühflasche aktivieren oder halt direkt mit dem Wasser in den Kasten. Also ich habe jetzt hier ein bisschen Grün an meinem Pinsel, habe den auch ein bisschen abgestrichen, damit nicht zu viel Feuchtigkeit drin ist. Ne? Beim Pinsel kennt man ja, wenn zu viel Feuchtigkeit drin ist, dann kann man nicht so zarte Linien malen. Also man kann wirklich zarte Linien mit dem Verwaschpinsel, ach mit dem Schwertpinsel natürlich machen. Versucht den erst ein bisschen kennenzulernen. Versucht nicht irgendwie jetzt irgendwas hervorragend zu machen, sondern zeichnet, malt wirklich eine gerade Linie, in verschiedenen Stärken auch, drückt mal ein bisschen auf, auch in die andere Richtung. Lernt einfach den Pinsel ein bisschen kennen. Ja, also ihr könnt da wirklich in verschiedenen Formen zarte Linien malen. Von zart ruhig mal ein bisschen auf, könnt ihr auch schöne breite Striche machen. Ja, das lässt sich mit dem Pinsel sehr gut machen. Und da, bei dem breiten Strich, kommen wir dann natürlich auch schon zu den Blättern. Da verhält es sich ähnlich wie mit einem Rund- oder Verwaschpinsel, wo ihr einfach eine zarte Linie aufdrückt und dann wieder locker lasst. Also so, dass solche Formen entstehen, die Blättern sehr ähnlich sehen. Die kann man mit Verwaschpinsel super machen, gefällt mir persönlich auch sehr gut. Aber auch mit einem Rundpinsel kann man solche Formen mit dem Pinsel sehr gut imitieren und Blätter damit machen. Aber wir sind ja jetzt beim Schwertpinsel. Probiert euch aus. Ja, fangt zart an, eher dicker. Und dann seht ihr hier schon, dass ich den Pinsel ein bisschen drehe. Hier könnte man jetzt denken, dass das der Stiel ist und hier oben das Blattende. Ja, also den Pinsel einfach anzusetzen, aufzudrücken
und locker zu lassen, hinterlässt hier manchmal so eine unsaubere Kante. Deswegen empfiehlt es sich, den Pinsel ein bisschen zu drehen. Geht nicht gleich ans Werk, sondern übt ein bisschen. Und so kommt auch ein bisschen Schwung rein, wenn ich den Pinsel so ein bisschen nach unten drehe. Ich kann den Pinsel natürlich auch mit der Schwertseite nach oben nehmen. Das macht sich vielleicht noch ein bisschen einfacher, denn dann kann ich mit einer zarten Linie anfangen, die den Stiel imitiert, aufdrücken und dann nach oben weggehen. Da hat man auch schöne Blattformen bei. Um vielleicht nicht ganz so dicke Blätter zu machen, kann man das Blatt vielleicht auch nach seinen Formen drehen. Oder nach seinen Ideen drehen. Also das Blatt, das könnt ihr ja nehmen, wie es euch gefällt. Aber ich mag das zum Beispiel hier mit dem satten Verlauf von der Farbe bis hin ins Blasse rein. Und wie gesagt, mit dem lassen sich super schöne Blätter von einer zarten Linie bis hin zu einer richtig starken Strichstärke zeichnen. Und das habe ich bisher wirklich nur mit dem Schwertpinsel hinbekommen. Dann kommen wir auch schon direkt zur Blüte. Denn hier nehmen wir gar keine Form von denen, die wir hier haben, sondern ich nehme jetzt hier mal ein Rosa, welches ich in meinem Kasten habe, oder Flieder, so wie es die Macherin der Farbe vorgegeben hat. Damit werde ich großzügig meinen Pinsel voll saugen lassen und nur an die Spitze nehme ich entweder ein kräftiges Pink, vielleicht auch ein Magenta oder sogar ein Rot. Aber wie gesagt, nur in die Spitze. Jetzt habe ich natürlich die Farben hier in meinem Kasten nicht aktiviert. Aber ich will es euch erstmal nur zeigen. Denn mit dem Blütenblatt verhält es sich so, dass ich den Pinsel mit dem Schwert nach unten halte. Also die Spitze zeigt nach vorne. Und das Schwert, die Rundung, zeigt nach unten. Und so setze ich es in einem ungefähr 45 Grad Winkel auf mein Papier an. Ihr seht es hier auch schön im Schatten, wie ich meinen Pinsel halte. Das ist jetzt ganz gut gegeben hier, sonst mag ich den Schatten eigentlich nicht so. Denn ihr seht es jetzt ja quasi nur von oben. Und dann setze ich den Pinsel an und ruckel den, ich mache so eine Ruckelbewegung, wie ihr gerade gesehen habt, damit hier oben ein bisschen ausgefranstes Muster entsteht, und die dunkle Farbe, die ich aufgenommen habe, ist tatsächlich nur unten in der Spitze. Ihr könnt euch das Blatt drehen, wenn es euch ein bisschen schwieriger fällt. Ich probiere es jetzt mal so in dem Kreis weiterzumachen. Und ihr könnt zwischendurch auch immer absetzen, ne, um zu gucken. Hier hätte ich jetzt noch ein bisschen weiter runter. Und dann habt ihr auch schon das nächste. Das Einzige, was ich vielleicht machen müsste, noch ein bisschen Rot aufnehmen. Mal, ob ich 5 Blütenblätter hinbekomme. Und da seht ihr das kräftige Rot. Ja. Das macht sich natürlich einfacher, wenn ich vorher alle Farben aktiviere in meinem Kasten. Und dann habe ich hier eine Blüte mit einem schönen Farbverlauf hier innen. Das ist jetzt mal eine Übungsblüte. Wir machen das jetzt nochmal. Und dann werden wir gemeinsam noch ein ganzes Bild machen mit ein paar Details. Jetzt werde ich mal mit einer kleinen Sprühflasche meine Farben aktivieren. Das heißt, ich werde die Farben ein bisschen anfeuchten, dass ich nicht so viel mit Wasser rangehen muss. Reicht dann auch schon. Und dann machen wir gleich noch mal eine zweite Blüte. Ich würde jetzt auch eine andere Farbe nutzen. Man kann das ja mit verschiedenen Farben nutzen. Dann nehme ich jetzt hier ein helles Blau, Cyan. Lass meinen Pinsel wieder ordentlich damit vollsaugen. Das gut
Farbe ist. Also es sollte nicht ganz zu flüssig sein. Die Farbe sollte ein bisschen cremiger sein. Und dann nehme ich an die Spitze ein dunkles Blau. Und dann geht das hier in dem Zug genauso wie mit der rosanen Blüte. Immer wieder mal so ein bisschen dunkles Blau auf und das auch nur in die Spitze rein. Und da seht ihr, das geht genauso gut. Haben wir eine Blüte in Blau und in Rosa. Und die könnt ihr in sämtlichen Farbkombinationen machen. Man könnte jetzt auch ein Gelb nutzen. Wir wollen jetzt nicht nur beim Blau und Rosa bleiben. Ein Gelb. Und da könnte man in die Spitze, da muss man jetzt ja kein dunkleres Gelb nehmen, sondern vielleicht ein Orange oder ein Rotton. Dieser Farbverlauf, der sich da bildet, den finde ich hier ganz toll. Und ihr könnt halt auch je nachdem, wie sehr ihr den Neigungswinkel zum Papier ändert, auch die Größe der Blätter ändern. Ne? Also umso tiefer ihr rein runter geht mit dem Pinsel, also umso mehr ihr den Winkel vom Papier zum Pinsel verkleinert, umso länger werden die Blätter. Und je größer dieser Winkel ist, umso kürzer werden die Blätter. So, jetzt haben wir hier drei verschiedene Blütenfarben. Und wie ihr Blätter oder auch Stiele macht. Und ich würde jetzt einfach mir nochmal ein neues Blatt dazu nehmen, auch in der Größe, ist ein bisschen größer als A5. Und würde jetzt einfach mal mehrere Blüten und Blätter einfach ohne vorher, ohne Plan, einfach draufmalen. Und ich hoffe, dass ich euch damit sehr inspirieren kann. Thank you.
So, ich habe jetzt hier wirklich einfach mal wahllos gerade mich treiben lassen und die Blätter hier gemalt. Und ihr seht, es ist wirklich ein kunterbuntes Bild. Ich habe drei verschiedene Grüntöne genutzt und passend zu den drei verschiedenen Blüten. Theoretisch könnte man jetzt sagen, wir können das so lassen. Das ist ein fertiges Bild. Ich bin aber gerne noch so ein kleiner detailverliebter Mensch und mag gerne noch so ein paar Akzente setzen. Und dafür möchte ich das jetzt einfach mal kurz trocknen lassen. Aber könnte bei den Blüten schon anfangen. Also wenn die Blätter noch trocken sind und ihr an den Blüten arbeitet, seid ein bisschen vorsichtig mit eurer Handkante, dass ihr das nicht verschmiert. Ich bleibe wirklich die ganze Zeit bei einem Pinsel, versucht es vielleicht auch und werde jetzt Details wirklich nur mit dieser Spitze hier umsetzen. Vielleicht habt ihr euch gemerkt, welche Farben ihr in den dunklen inneren Kreis, sage ich mal, genommen habt und könnt damit jetzt ein paar kleine Akzente setzen. Ich habe bei den rosanen Blüten einen kräftigen Rotton genutzt. Da nehme ich jetzt auch nur Farbe in der Spitze auf. Gucke, dass es auch nicht zu viel Wasser an der Spitze ist, dass ich hier nicht gleich einen riesen Tropfen auf meinem Bild habe. Und setze jetzt hier kleine Akzente. Dadurch, dass ich jetzt die reine Farbe benutze, sollte sie kräftiger sein. Setze hier ein paar Punkte rein. In das Blütenzentrum. Man kann dann, wenn ihr möchtet, so ein paar Feinlinien. Wenn ihr euch unsicher seid mit den Linien, dann übt sie vielleicht vorher nochmal auf dem Papier. Nehmt euch da euer Schmierpapier hier, euer Übungsblatt und übt zarte Linien. Ja? Wenn ihr nicht direkt an euer Bild wollt. Bei den blauen Blüten habe ich ein dunkles Blau genommen. Farbe drin. Also ihr seht wirklich den Unterschied. Ne? Wenn zu viel Farbe im Pinsel ist, also zu viel Feuchtigkeit im Pinsel ist, dann können die Linien schon mal ein bisschen dicker werden. Und bei den gelben Blüten habe ich einen rot-braunen Ton. Ihr könnt für die Akzente natürlich aber auch ganz andere Farben benutzen. Ran. Und an den Blättern könnt ihr auch den ähnlichen Farbton oder den gleichen Farbton nutzen, die ihr schon für die Blätter benutzt habt, weil es ist ja durch das Wasser ja eh ein bisschen blasser als, sage ich mal, der Originalton. Als wenn ihr da noch weniger Wasser nutzt, da könnt ihr das gleiche nehmen oder halt auch ganz andere. Ich entscheide mich hier auch noch auch eher für ein dunkleres Grün. Mal gucken. Kann auch sein, dass ich mich zwischendurch wieder umentscheide. Und es müssen auch nicht alle Blätter sein.
etwas, was man vielleicht noch machen könnte. Wenn ihr was habt, ihr könnt es mit Weiß auch noch probieren, also mit einem helleren Ton. Wenn ihr Weiß habt, wenn nicht, könnt ihr ja auch einen weißen Stift nehmen. Also einen Georoller oder einen Acrylstift. Ansonsten würde sich hier, ich mache das jetzt auch gar nicht richtig viel doll weiß. Das kann sich auch ruhig ein bisschen mit dem Grün vermischen. Und muss nicht deckend sein. Es soll wirklich nur Akzente setzen. Und dann sind wir auch schon fertig mit unserem Blumenbildchen. Und ich mag es total gerne. Es sieht sehr erfrischend aus. Ihr könnt die Technik auch auf Karten anwenden und könnt vielleicht sogar noch passend eine Osterkarte vorbereiten. Es sind ja noch 2 Wochen. Und könnt sie da beliebig auch vorne drauf, vielleicht macht da noch ein paar Sprenkel drauf, passend zur Karte. Und wenn ihr dunkleres Papier verwendet, weil hier auf dem weißen Papier würde das jetzt gar nicht zur Geltung kommen, aber bei dunklerem Papier, ob das jetzt Kraftpapier oder schwarz ist, könnt ihr auch die äußeren Ränder von den Blütenblättern noch mit ein bisschen Weiß als Akzent setzen. Ich hatte da erst vor kurzem einen Instagram-Beitrag jetzt in der vergangenen Woche und vielleicht inspiriert euch das ja auch. Ja, ich hoffe, ich konnte euch den Schwertpinsel etwas näher bringen. Also ich habe meinen Schwertpinsel auch eine ganze Zeit lang eher links liegen lassen, habe ihn nicht so oft genutzt, weil ich einfach mich nicht damit beschäftigt habe. Und es lohnt sich halt einfach, sich mal mit den Pinseln und den Werkzeugen, die man zu Hause hat, zu beschäftigen. Und ich hoffe, ich kann euch hiermit inspirieren und euch ein bisschen Mut mit auf den Weg geben, diesen Pinsel eine Chance zu geben und ihn auch zu nutzen, denn er hat wirklich Potenzial und er kann richtig gute und tolle Sachen. Ich hoffe, ihr probiert es halt einfach mal aus. Wenn ihr mit den Tipps besser zurechtgekommen seid mit dem Schwertpinsel als vorher, würde ich mich freuen, wenn ihr euch euer Ergebnis auf Instagram mit dem Hashtag SonntagsmitLillis teilt. Und wenn ich euch allgemein inspirieren konnte und ihr auf weitere Videos gespannt seid, dann folgt mir doch gerne und gebt mir noch einen Daumen für das Video. Und dann entlasse ich euch wohlgesonnen in einen Sonntag und wünsche euch einen guten Start in die Woche morgen. Tschüss!